Another Crab's Treasure heißt das Spiel. Es ist ein Souls-like und wir ballern richtig rein. Es soll sehr cool, sehr lustig sein, aber auch anspruchsvoll. Das Ganze ist im Xbox Game Pass und ich bin sehr gespannt, was es kann. Ich hab's noch nicht gespielt. What word comes to mind when you think of the earth? For some, that word might be beautiful. Others might say the world is hateful, ach, or evil, or unstable, or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their given environment. Und das finde ich gut. Some creatures learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. And others still, as we will soon see. Ja, was ein Wechsel. Would prefer to be simply left alone. Und das wird wahrscheinlich nicht klappen. Oh! Hey! Da ist die kleine Krabbe drin, oder? Ein Kredithai. Ja, der erinnert mich an Sebastian aus Ariel, die Meerjungfrau. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back at upwards of 10 tides. If you are presently unable to pay this balance, the duchy will claim your home until you... Hold on. I've got some questions. First of all, what's a duchy? Also, taxes? Okay. So basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds here. I don't know if it's really safe. Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. You gotta pay up right now, or I'm gonna have to repo your property. Got it? Okay, okay, I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. Willst du noch die Flut erwarten? Mach hin und bezahl endlich. Okay, Guck mal, was liegt denn da rum? Oh geil, was war das? Ah ja, hüpfen. So, das ist doch erfolgsversprechend. Herztang. Jeder liebt diese leckere Herztang-Schoten, darum werden sie oft als Handelsware benutzt. Schon der Verzehr einer einzigen Schote gibt dir ein Sättigungsgefühl. Nehme ich. Aber das reicht für die Steuern. Ah, ich finde es jetzt schon süß. Mal gucken, wie die Kämpfe später werden. Oh, das ist Blocken hier. Haha. Das sind Herztankschoten. Mit Müll. Das ist ja sehr gut, weil der Ozean ist voll davon. Das ist fast schon Inflation. Wer ist eigentlich unterhalb dieses Strohhalms? Oh! Ist das mies? Ist das mies? Jetzt müssen wir gegen die Möwen kämpfen. Okay. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Komm ich hier rauf? Ja, 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 nein, 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 ja, 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 nein. Schotti und Jockelsen, vielen lieben Dank für den Support. Da ist, komm mal hier. Ich hau den jetzt. Mist. Wo ist der jetzt hin? Da ist er.
Komm her, gib mir sofort mein... Oh, Schwein. Jetzt falle ich ins Wasser. Am Riff? Ist da nicht immer viel los? Das ist echt einfach gemein. Und sehr gesellschaftskritisch natürlich auch. Ja, kann ich jetzt da reinspringen? So sieht das aus. So, wo ist der Loot? Aha. Was? Ich glaube, ich muss darauf. Ah, zu weit. Das machen wir nochmal. Hervorragend. Ah, oder? Warte. Da krabbeln wir rauf. Das ist lustig, weil wir eine Krabbe sind. No! Oh, da kommen wir auf jeden Fall hin. Das machen wir nochmal. Vielleicht mit... Jawohl. Okay. Da ist nämlich irgendein Loot. Komme ich da rüber? Come on, come on, come on! Ah, ja, das war knapp. Stark. Starke Leistung. Hallo? Ah. Brotkralle. Ein kleiner Plastikbrocken in Form einer Krabbenschere könnte vielleicht etwas wert sein. Tausche ihn gegen 250 Stück Mikroplastik. Okay. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir einfach den Weg weiter. Ich will kämpfen. Ist das ein Händler? Ein Krebs. Stöhnender Krebs. Das seht ihr gerade gar nicht, ne? Weil ich so ein bisschen da über dem... Vielleicht so besser? So. Oh, was ist mit seinen Augen? Oh Gott, jetzt gibt's richtig Ärger. Oh! Au, ja, ich muss mich doch wehren können. Ich kann mich nicht wehren. Einfach nur weglaufen. Schande. Die sind von irgendeiner Pestilenz befallen. Lauf, kleine Krabbe, lauf! Oh shit, oh shit, oh shit. Au, jetzt hör doch mal auf! Au. Grüne Neune. Ich hab hier richtig auf die Nase gekriegt gerade. Oh, das ist was Schönes. Da müssen wir rüber. Kommen wir das? Schaffen wir das? Oh, da ist eine Fahne. Kann man da etwas safen? Oh yeah! Jetzt kann ich mich endlich wehren. Das jetzt kommt, jetzt geht's los. Jawohl. Hammer. Okay, ab jetzt bin ich wehrhaft. Jetzt kann mir keiner mehr was. So, das ist ja genauso wie bei Souls-Spielen üblich. Okay. Okay. Und. So, jetzt geht's. Okay, der macht natürlich wieder Doppelschläge. Hey. Das ist schon anspruchsvoll, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, ja, das ist ernst zu nehmen. Das sieht sehr süß aus, aber... Ja. Tschüss! Gibt's Erfahrungspunkte?
Weiß es nicht. Krabi! Tschüss. Jetzt fühle ich mich richtig stark und mächtig. Niemand kann uns mehr verspotten oder uns unser Haus wegnehmen. Ey! Ugh. Guck mal, das könnte ein Geheimgang sein da drüben. Guck mal hier. Wusste ich's doch! Was ist das? Okay, was haben wir eingesammelt? Irgendwas Gutes. Okay. Da geht's runter, aber ich will oben lang. Müssen wir nochmal machen, leider? Ja, kann man auch auf Steam Deck spielen, genau. Okay. Da leuchtet wieder irgendein DNA-Strang. Ah, das ist so ein Bonfire. Mondschneckenhaus gefunden. Berühre diese leuchtenden Meeresströmungen, um ein lang vergessenes Mondschneckenhaus wiederherzustellen, in dem du dich ausruhen kannst, um deine Gesundheit zu regenerieren. Wirst du umgebracht, erwachst du in dem Mondschneckenhaus wieder zum Leben. Das du als letztes besucht hast, also aktiviere möglichst jedes, das du entdeckst. Also wirklich Souls, ne? Okay. Da ist doch wieder ein Geheimnis hinter den Flaschen, oder? Oh, da ist der Hai! Warte, wie komme ich jetzt, wenn ich... Bevor ich zu dem Hai zurückgehe, da drunter ist irgendwas. Aber ich will wissen, ob ich da wieder hochkomme. Ich sehe nämlich jetzt keinen Aufgang. Ich gehe erstmal zum Hai. Wir kommen ja bestimmt wieder zurück zu dem Haus irgendwann. Wer weiß, ob ich da wieder runter raufkomme. Oh, ist der unhöflich. Voll der unhöfliche Typ. Vielleicht ist es ja gar kein Hai. Ich meine, der hat so eine Hai-Puppe da im Mund, aber das kann ja jedes Tier sein. Okay, das ist eine neue Area. Oh, das ist ja fantastisch. Eine Schnecke. Oh, guck mal. Wir müssen alle Steuern zahlen, das ist so gemein. Haha, das ist ja fantastisch. Das ist der Gesellschaftskritisch. Ey! Was war denn mit dem los? Okay, das... Ja, okay. So, das machen wir jetzt noch nicht. Zigarettenstummeln ist auch Müll im weitesten Sinne, oder nicht? Nee. Wir gehen jetzt nochmal da runter und machen das mit den Flaschen. Heißt nicht umsonst Kreditteil, genau. Beziehungsweise wir können uns jetzt auch einmal heilen, weil wir haben ja noch nichts gemacht in der Zwischenzeit. Oh, Levelaufstieg. Ah. Okay. Was haben wir denn jetzt? Level 0? Okay, 300 kostet. Das können wir uns gar nicht leisten. So, jetzt gehen wir hier runter. Und da rein. Was ist jetzt hier noch? Oh, ah, warte mal.
So, ich lache über dich. Wie konnte ich nur jemals Respekt vor dir empfinden? Waren wir hier schon? Ach, zu früh. Das ist genauso scheiße verzögert wie bei Elden Ring oder Lies of P. Ich glaube, ich war hier schon. Oder? Jetzt muss ich da rauf. Das haben wir alles schon gemacht. Aber okay. Jetzt weiß ich wenigstens, was das war. So. Dann können wir uns doch wieder einmal durchheilen. Heilen, ja, wie heil, ne? Ja. Let's go! Ins neue Gebiet. Hua! So, jetzt sind wir im Wattenmeer. Süße Musik in jedem Fall. Ich hoffe, das wird nicht geclaimed. Wenn es geclaimed wird, dann ist blöd. Neue Gegner. Was ist das für ein Viech? Stachelhaken. Oh, neue Waffe. Ah, das ist auch wie bei Lies of P. Wie kann ich die anwenden? Ach so, warte, ich bin jetzt über der Hell. Ja, du hast recht, das stimmt. Warte, wir machen es. Können wir es so machen? Können wir auch ein bisschen kleiner machen? Jetzt schon so auf den Balken rauf, das sieht auch süß aus. Hm? Oh, warum? Normal, mit diesen wunderschönen Badelatschen. Da muss ich ran. Da ist was drin gefangen. Ist das ein Fisch? Da muss ich irgendwie rankommen. Von wo? Vielleicht von dem hier oben. Vielleicht? Nee. Das muss ich zerschlagen. Da ist irgendwas drin. Aber wo ist der? Da kommen wir nochmal wieder hin. Was ist hier los? Ihr meint, es ist nur Deko? Feuerzeug. Ich muss mal kurz gucken. Kein Panzer angelegt. Wir haben ja keinen. Anpassung. Müll da. Oh. Das ist eine Fertigkeit, okay. Das ist die Karte. Ich weiß nicht, wie das mit dem Haken geht. Hm. Wir werden das schon rausfinden. Erstmal sammeln wir. Oh, hi. Hey, ich bin auch weggerollt. Gibt alles Schrott. Oh, was steht da? When does the combat music start playing? When you see. Okay, das ist ein Wortspiel. An enemy, ne? Okay, ich glaube, das ist einfach nur. Ich hasse ja Wortspiele. Oh, da ist auch ganz viel leckeres Zeug. So, erstmal. Okay. Au, ey. Hinfort mit euch! Badelatschenbrücke. Rotkralle.
Gibt eigentlich keinen Ausdauerbalken, oder? Oh, fuck. Nee, das war gemeint von hinten. Och, hör auf. Verlieren wir jetzt unseren Scheiß? 272 Öcken hatten wir schon. Das ist jetzt alles weg. Oh ja. Ja, es ist ja wie immer, ne? Kein Problem. Holen wir uns zurück. Können wir jetzt auch einfach an allem vorbeilaufen. Ich muss nur überlegen, wo das war. Wo sind wir lang? Ja. Dann... Da war das Feuerzeug. Da oben ist die Brücke. Ah, oh, das ist halt echt... Diese verzögerten Angriffe. Wann fing das an, cool zu sein? So, können wir mal diese Richtung hier. He is a tax fugitive. Okay. Jetzt der Reihe nach. Erstmal noch einen pullen hier. Komm. Aber Ausdauer scheint es hier wirklich nirgendwo zu geben, oder habe ich den Balken noch nicht gesehen? War das meine Sachen? Nee. Ist das da mein Shit, oder? Nee, so weit war ich da noch gar nicht, oder? Blutsternkörperteil. Der abgetrennte Arm eines Blutsterns. Ah, 4 davon und ich kann dauerhaft meine... Das ist wieder ein bisschen Sekiro, oder? Da ist mein Shit. So, jetzt will mir noch was tun. Ja, guck mal, der hat so einen Kronkorken auf dem Kopf, ne? Okay, jetzt habe ich richtig viel Geld. Aber wir müssen die ganzen Mobs hier weiter töten. Achte auf den Kompass. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Kompass. Oh, guck mal da. Ist das Loot? Hallo? Nein! Ey! Komm her. So, hier ist wieder ein Bonfire. Stark. Ich glaube, ich kann noch nicht leveln. War das nicht 500 oder waren es 300? Why did the lobster blush? He pissed himself. Okay. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich lache trotzdem. Wie so oft. Wir laufen nach Norden. Ey, wir haben noch ein Ziel gehabt, ne? War das Ziel nicht das Schloss? Oh, da oben sind die dicken Thunfische. Oder sollen das Haie sein? Haben wir nicht gesagt, ich soll zum Schloss laufen? Haben die gesagt, wo es lang geht? Ich weiß nicht mehr. Tschüss. Oh. Das sieht spannend aus. Was haben wir hier? Oh, yes. Da ist das Schloss. Dann schauen wir noch mal rein. Oh, ey, bist du wahnsinnig? Die verrückte Makrele hier. Okay, da.
Man öffnet mir die Tore. Die Gabel, die... Was ist das? Die Bürste. Wie nennt man die Dinger? Die steckt man sich ins Haar. Hallo. Was? Ich bin nicht zwielichtig. Was? Was? Das ist sehr lustig, oder? Im Sozialzentrum. Okay. Okay, also zum Hauptmann. Wo ist er denn? Wo ist der Hauptmann? Ich bin doch jetzt rechts gelaufen. Das muss doch richtig sein, oder? Jetzt kommt wieder er hier. Alter Schwede, das Timing. Mit den Viechern. Er hat doch gesagt, rechts lang. Bist du der Hauptmann? Nee, du bist einfach ein Arschloch. Kannst du wenigstens kurz zusammenfassen, was die sagen? Ja, okay. Ach, der Kompass zeigt die Seelen an, alles klar. Ich habe jetzt hier ein bisschen schneller durchgemacht, weil es zwar ganz lustig ist, aber jetzt auch nicht so relevant. Aber ich kann das gerne noch ein bisschen länger stehen lassen. Ey, 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 ey. Gib mir das. Hat er nicht gesagt, der Hauptmann ist rechts lang? Ich habe gedacht, ich habe genau diesen Weg genommen. Ist das hier der Hauptmann? So, was haben wir hier? Das Ketchup-Tor. Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Guck mal, was haben wir hier? Okay. War das der Plan? Oh, geil! Haha! Haha, sehr nice. Merkwürdiger Metallpanzer. Ah ja. Jetzt können wir uns auch im Kampf verstecken. Ich glaube, die sind alle gleich, ne? Ja. Also jetzt keine große Auswahl. Endboss. Oh, crap. I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? Ist er der Hauptmann? You think yourself above the law. But the law is not so easily outwitted. By its strength alone, we rise above the beasts. I'm really sorry. I'll go to the back of the line, okay? You should be so lucky. I'll have your head like I have these. Er hat auch was von Sekiro. Oder auch von Elden Ring. Dieser Reiter direkt zu Beginn. Du Scheiße, original. Okay, dann let's go. Komm zu mir! Achso, der haut alles kaputt. Okay, warte, 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 warte. Ja, wir machen das schon. Warte, wir müssen sein Timing mal checken jetzt. Okay.
Okay. Stop resisting! Einfach nichts sieht. Aber warum darfst du das denn mit mir machen? Ja, das wusste ich ja nicht. Ja, das war aber jetzt blöd. Dass der auf einmal nach hinten kicken kann, war mir gänzlich unbekannt. So, wo ist mein Shit? Hier? Okay. Wo ist er? Muss ich jetzt alles nochmal machen? Der ist echt lustig. Los, komm her. Wo ist er? Da. Komm her, hier! Komm her, mein Freund! Was? Nicht abblockbare Angriffe. Manche Gegner setzen nicht abblockbare Aggro-Angriffe ein, die durch das Aggro-Symbol über Krill angekündigt werden. Au! Ah, das wusste ich und wusste es doch nicht zu verhindern. Ah, du Schweinegaloppi. Du kommst zu mir. Oh, da war ich zu gierig. Zu gierig? Erwecke mich wieder. Ah. Gib mir sofort meine Leben, meinen Schrott. Oh, gib mir eine Dose und ab in Hypnose. Es ist so lustig. Ist ja so low. So, komm her, mein Freund. We're dancing again. Ach, ich einfach in ihn reingedanced bin. Unangenehm. Your fish food. Mann, was ist los? Timing ist off. Hey. Okay, gerade ist Timing ist okay. Das ist eine dieser Runden. Ja. Ja, das zählt jetzt mal nicht. Das war direkt, das fing an, schon mit der ersten Rolle. Das Timing war leicht durcheinander. Deswegen zählt das alles nicht.
Es ist nie passiert. Wir schneiden das raus. Niemand darf darüber reden. Das ist so lustig. So, wo ist er jetzt? Da. Au, au, was ist das? Ey, hör auf, das, jetzt kann ich gar nicht mehr weg. Hör auf, ey, das ist gemein. Das ist gemein. Was ist das? Das ist aber, ey, das war verbuggt gerade. So, jetzt ist mal so. So, jetzt geht's wieder richtig los. Ne, ich bin gerollt. Ja, habe ich gut gemacht. Das war nicht gut gemacht von mir. Kann auch mal passieren. Oh, okay. Scheiße, okay. Er meckert einfach nur die ganze Zeit. Aber er ist super. Ich habe jetzt das gar nicht ausprobiert, so zu machen. Die Schale mir über den Kopf zu ziehen. Aber ich bin eher so, ich rolle dann einfach lieber. Kann auch so machen. Los! Ich weiß nur nicht, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, was das überhaupt für Schaden abhält. Oh, doch, das geht ja gut. Das ist ja gar nicht schlecht. Geht auch gut. Okay. Das war gemein. Warte mal. Oh, okay, der hat meine Dings zerhauen. Die anderen alle weg? Nee, da sind noch welche. Das war gemein. No. Ey, hör auf jetzt, diese Gasel, Schnasel. Ich wollte mir die nächste Dose schnappen. Da hat er mich zweimal getroffen. Das ist nicht in Ordnung. Aber das Blocken mit der Dose ist ganz cool. Die nutzt sich dann halt relativ schnell ab. Aber kann man einfach eine neue nehmen. Also ist auch eine gute Möglichkeit. Dann ist man noch näher an ihm dran, wenn man sich zur Dose macht. So. Ich glaube, das Timing ist auch relativ wumpe. Also jetzt hier kein Sekiro, wo man sehr gut blocken, also parry muss. Was denn? Warum? Nein, Detten! Die Grabschattacke. Also in Ruhe. Aber das war original das kaputte Ding. Against the law!
machst du da? Okay. Oh Mann, ich brauche eine neue Dose. Komm her. Oh, da geht's los. Is it down? You can't run the law. So lustig. Okay, es ist wirklich gut. Ach, Entschuldigung, ich sollte ja nicht so schnell wegdrücken. Das tut mir leid. Wir haben richtig viel Geld. Wir nehmen uns noch mal eine neue Dose. Die ist kaputt. Die ist gut. War easy, ne? Was ist das? Was ist das denn? Och, guck mal. Oh. Was ist das? Da geht's nicht weiter. Aber wir haben hier ein Boss-Arena-Bonfire. So, jetzt können wir aufleveln, glaube ich. Meine Cam ein bisschen höher stellen. Ach, ja. Ich setze mich jetzt einfach wieder dahin. So, komm, wir können jetzt hier leveln. Ich level jetzt. Also, wir nehmen das natürlich. Was ist denn Unami? Wir nehmen einfach das von allen drei einmal was. Wow, viel geiler sind wir jetzt drauf. Okay. Hammer. Dann lass uns mal schauen. Wir können jetzt zurück zur Burg. Die muss ja... Warte, die... Wir kamen hier durch dieses Tor, ne? Ja. Also einfach hier entlang. Oh, da oben ist was. Ich mag die Musik auch. Die ist sehr fetzig. Hallo. Lächerlich. Okay, doch nicht. Ja, okay, das war dumm. Da war ich wieder überheblich. Was ist das für eine geile Dose? Fizzle. Fizzle Manizzle. Dann lassen die uns jetzt aber in die Burg rein. Das war der Deal. Was ist das? Nix. Noch mehr kleiner fieser Hering, Hakenhering. Ah, zwei! Ah, einer gegen zwei, alles klar. Wie setze ich diese Haken ein? Da sind die Freunde. Oh, was ist das? Eine Bananenschale? Ach, lag die hier die ganze Zeit? Nein. Aber... Okay, sie sieht einfach lustig aus. Aber die kann ja gar nichts ab. Hat
ihr irgendwelche anderen positiven Eigenschaften? Das Gewicht ist halt deutlich geringer. Das heißt, ich kann, bin mobiler sozusagen. Die sieht einfach lustiger aus. Man muss es sagen, wie es ist. Ah, egal. Hallo, ich bin wieder da. Exhibitionist, okay. Wir sind gewandet. Ich rechne in der Annahme, dass ihr euch an den Hauptmann gewandt habt. Ja, der Hauptmann, haha. Irgendwie haben wir uns verpasst. Verpasst? Hm, komisch. Egal. Du hast dir was angezogen. Das ist alles, was zählt. Hört, hört. Ein erschöpfter Vagabund steht vor unseren Toren. Besitzt ihr die Freundlichkeit, die Winde zu... Macht das Tor auf, Nate! Das ist ja sehr, sehr lustig. Rein damit. So, jetzt sind wir schon mal hier. Fort Toadwasser. Guten Tag. Ja, okay. Gute alte Souls-Schule ist jeden Dialog bis zum Ende durchklicken, bis nichts Neues mehr kommt. Wir gehen mal hier oben rauf. Was ist das denn Schönes? Sieht aus wie ein Portal. Hä? Glitschi glitschen. Was ist das? Eine Sonnenuhr? Was kann das? Was soll das sein? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Hallo? Ich bin der Neue. Du lässt mich auch nicht durch, oder? Nee. Okay, wir sollen in die Höhlen westlich von hier. Da. Okay, jetzt gehen wir erstmal tiefer in den Palast hinein. Ach, hier sind auch wieder diese Klammern. Guten Tag. So, der sieht wichtig aus. Hallo. Vergiss es, Pimpf. Okay. Gatekeep. Naja. Gleich sind wir im Thronsaal. Oh Gott, die wollen alle was vom König und ich dränge mich vor, 100 Pro. Wofür stehst du hier an? Ich will meine Steuer bezahlen, wie alle anderen auch. Aber ehrlich gesagt will ich vor allem die Herzogin mit eigenen Augen sehen. Ihre Schönheit allein ist diese Reise schon wert. Ja, die haben alle eigene Sorgen, ne? Oh nein. Ich dränge mich einfach vor. Oh, der zittert. Der ist gestresst. Was sagt er? Ah, nix. Aber sagt niemand was dazu, dass ich mich vordränge? Jetzt. Okay, das ist gut. Sehr gut. Danke. Ah ja, du willst einfach zur Herzogin reinspazieren? Warum glaubst du, stehen wir hier alle an? Lust an der Freude? Komm wieder, wenn du einen Termin gemacht hast, wie alle anderen auch. Okay, das ist sehr lustig. Eine Lücke im Terminkalender. Okay, das ist sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Hi. Okay, das ist immer das Gleiche. Gucken wir einmal kurz noch hier rein. Bevor wir in den Thronsaal gehen. Vielleicht können wir ihr ein paar Schätze klauen, die wir ihr dann wieder schenken. Hi, wer bist du? Okay. Hier ist eine Statue von einer Riesenkrabbe.
das, was wir haben wollen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob... Nee, das hängt einfach nur da rum. Hier geht's rauf. Was ist... Das ist noch eine Tür. Komm, hier muss doch irgendwas Cooles sein. Was ist hier? Muss sich doch lohnen, dieser Weg. Aha! Oh, eine Haftschnecke! Plus 2 Resistenz. Du hast gerade deinen ersten blinden Passagier gefunden. Lege diesen kleinen Freund im Statusmenü an, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Okay, die wirken nur, wenn wir einen Panzer tragen. Aha. Ja. Sehr schön. Achso, und das ist... Nö, die ist zu, die Tür. Okay, dann gehen wir jetzt zur Herzogin. Keiner hat's gesehen. Da sind ganz viele Zigarettenpackungen. Let's go! Oh nee, doch nicht. Da gibt's noch 2 Räume. Die müssen wir auch untersuchen. Oh, der ist groß, der Raum. Oh, schon mal hier wachsen. Ah. Das darf ich einfach so machen, da gibt's keinen Ärger. Gut zu wissen. Ich glaube, ich werde die einfach häufiger herkommen können. So, was sagst du wieder? Du bewachst wieder irgendwas? Okay, er lässt mich nicht durch. Das war zu erwarten. Wackel, 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 wackel. Was ist hier gegenüber? Sieht auch aus wie ein Schlossgarten oder sowas. Hallo, wahrscheinlich lässt er mich auch einfach nicht durch. Ja. Okay. Keine Chance. Dann zur Herzogin. Wie ich sie einfach warten lasse, ne? Könnte auch ein Bossraum sein. Schachfiguren. Hallo! Ein Teesieb oder was hat die da? Speak. Oh, die ist vertont. Oh, yes, ma'am. Recently had my shell taken away, and I was wondering if there's any way we could work out some sort of a... Do you like my castle, little hermit? Your castle? Oh, it's pretty neat, I guess. You guess? A lot of work went into this place, you know? Work made possible by... generous contributions from citizens like yourself. And it was worth it, don't you think? Ah, sie ist natürlich sehr durchtrieben. Oh ja, definitely. Jetzt hat sie die Falle zugeschnappt und jetzt sagt sie, ja, dann weißt du auch, wofür man die Steuern zahlen muss. Look, I can find another way to pay my taxes, but for now I'd really just like to... Tikai! Vielen Dank, lieber Tikai. Even more gorgeous than the coral reefs, wouldn't you say? I've never been to... I mean, yeah, absolutely. The reefs are super overrated. Everyone says so. Oh, perhaps we can work out a deal, little hermit. But first, I'll need something from you. My castle still lacks a certain... panache, pizzazz, flair. Ja, was darf ich dir bringen? Je ne sais quoi. Die weiß doch gar nicht, wovon sie redet. A platoon went out on my behalf to recover something shiny and gorgeous from the cave to the west. But those buffoons haven't reported in since. Such incompetence. Da muss ich was tun. Climb the western tower to begin your journey to the cave.
Then catch up with my platoon and help recover something worthy of my beauty. Return to me with Trinket in Claw, and we can speak of delaying your tax payments for no longer than 2 calendar tides. Okay. Okay, thank you. I won't let you down. I'll get you the shiniest thing I can. Oh yeah, I also wanted to mention the crazy murderous crabs outside trying to... Wie sie einfach nur einatmet. Be gone, little hermit. I tire of you. Yes, ma'am. Aber er ist sehr entschlossen, oder? Also er ist sehr positiv, sehr energetisch. Noch was? Ja, okay. Das ist schon gar nicht mehr vertont. Alles klar, dann raus hier aus diesem prächtigen Gewölbe. Dackel. Oh, geil, er lässt mich jetzt rein. Ah, guck mal. Ja, gerne mache ich das. Er ist eindeutig ich. Mit dem kann ich mich so identifizieren, mit diesem Typen hier. Matthias. Hallo, wie geht es dir? Matthias. Vielen lieben Dank für den Raid, Matthias. Wir spielen... Wie ist das Spiel nochmal? Krabby's Mission oder so? Haben wir auch bei Game 2 gemacht. Lol. Vielleicht erinnerst du dich. Und das ist echt spaßig. Und es ist vor allem... Also es ist ein ernstzunehmendes Spiel. Ey, was war das, wie du siehst? Ich weiß nicht, ob du mal unsere Sendung geguckt hast. Game 2 heißt die. Fantastischer Moderator. So, jetzt gucken wir uns mal von hier oben erstmal um. Da ist ein kleiner Mann, da ist Leckerlis. Das schaffen wir doch easy. Ah, nee, doch nicht, das geht. Ich dachte, man kann nur eine ganze Zeit krabbeln, aber das passt schon. Rauf hier und jetzt dahin. Aber erstmal mit dem reden. Was machst du hier oben? Ach, die hätte auch aufräumen sollen. Tja. So wird das nichts. Er will die Herzogin beeindrucken, aber so wird das ja nichts. Und Randa. Und da ist der Schatz, aber es gibt noch mehr. Kann ich da? Nee, da kann ich nicht, oder? Kann ich damit schwingen? Kann ich auf die Flasche rauf? Nee, das schaffe ich nicht. Da ist auch noch ein glitzerndes Objekt. Was ist da oben? Ich glaube, wir sollten erstmal da rein. Und jetzt? Krabbel ich jetzt da runter? Nicht! Oh, das war knapp. Das kann man nicht nehmen. Oh! Ah! Guck! Jetzt geht das. Er hat L2 gedrückt, halt, um auf den Fischhaken zu zielen, dann loslassen, um dich zu ihm zu ziehen. Aha. Das müssen wir jetzt aber mal ausprobieren. Aber lustig, dass das Kartenhaus original zusammenbricht. Gute Nacht, Matthias. Wir sehen uns in Bälde wieder. Was gab's denn eigentlich bei euch? Irgendwas mit Geschicklichkeit wahrscheinlich, ne? Ah, guck mal an, hier. So geht's darauf. Na, siehste wohl. Wo ist er? Mist, da hätte ich noch weiter gekonnt. Warte. Kommt da noch irgendwas? Nee, ne? Ich sollte einfach nur rüber, oder? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas auf mich wartet. Das war nur diese Angelschnur. Mario heißen die Zigaretten. Okay, das finde ich lustig.
Ja, ich glaube, wir können weiter. Ich schaue noch mal kurz, aber dann werde ich da noch hin. Nee, das war's. Die Flaschen sind nur Deko. Oh, warte mal, da ganz oben ist noch was. Nee, das gucken wir uns noch an. Das gucken wir uns noch an. Was kann denn das sein? So, und zwar, wo hatte ich das jetzt gesehen? Da oben. Ja, habe ich gemacht. Guck. Seestern. Plus 3 Vitalität. Nehmen wir mit. Jawolski. Guckt euch das mal an. Das hat sich ja sowas von gelohnt. Oder? Zum Glück hat der nicht aufgeräumt. Und jetzt? Sind die immer noch beleidigt? Asche? Voller Asche? Okay. Was sagst du? Oh, das ist brutal. Ja. Viel Spaß bei der Herzogin. Ich gehe dann mal. Aber erst schnappe ich mir hier diese Leckerei, die da noch rumliegt. Eine Brotkralle. Haha. So, ich glaube im Westen, ne? Lag die Mission. Tschüss. Achso, das haben wir schon besprochen. So, dann dackeln wir mal hier schnell raus. Tschüss. Und dann hier lang, Richtung Westen. Oh, was ist das? Ah, nee, 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 wir bleiben mal bei der Dose. Ist das hier ein neuer Abschnitt? Ja. Mache ich lieber Hummer. Okay, die müssen hart trainieren. Was haben wir denn hier noch? Oh, guck mal. Was passiert hier? Achso, okay, das sind Rekruten. Die werden hier beleidigt vom Ausbilder. Okay. Was haben wir hier? Hallo? Kelvin? Das ist, der gehört zu der Expedition, die wir jetzt finden müssen. Ja, die Herzogin ist immer sauer, wenn man erfolglos zurückkehrt. Oder gar nicht. Ja, die sind alle sehr stolz, dass sie in der Gruppe mitmachen dürfen. Was ist hier los? Die Müllrevolution. Ja, sie sind unglaublich gute Freunde, weil ihre politischen Überzeugungen die gleichen sind. Ja, mehr ist hier aber nicht. Obwohl, da oben sehe ich doch was Leckeres. Das entgeht mir doch nicht. Wie komme ich denn da rauf? Von der anderen Seite? Guck mal, da ist auch so eine Rampe. Wie komme ich darauf? Ist hier irgendwo ein Haken? Nun sagt's mir doch, wie komme ich da hier rauf? Da seht ihr es blinken. Vielleicht von der anderen Seite. Ich sehe hier nichts, womit ich mich hinaufschwingen könnte. Naja, dann merken wir uns das einfach. Und wissen, wenn wir jetzt so um die Mauer rumgehen, gibt es vielleicht eine Chance. Ah, die Dose ist genauso. Warte. Schauen wir mal. Warte, das ist eine Rampe. Nee, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Aber wer weiß. Ah, vielleicht ja doch. Oh.
Na, das ist na, wahrscheinlich nicht. Der Weg ist auch zu weit, oder? Können wir den fliegen, den Weg? Von da oben? Nee, ne? Aber irgendwo muss es darauf gehen. Na, jetzt sind wir schon zu weit. Oh, da oben ist auch noch ein Netz. Da kommen wir auch noch rauf, früher oder später. Spannend. Aber der Weg muss uns nach Westen führen, hatte sie, glaube ich, gesagt. Ach, okay, hier ist Levelgrenze. Jetzt gehen wir nach Süden. Das war doch eigentlich nicht der Plan. Wie lange geht's denn heute, fragt Hanalu. Nicht mehr allzu lang. Ich bin ein bisschen müde. Achso, das ist einfach nur eine neue Dose. Hier sind ja die frechen Sardinen. Okay, da geht's nicht rein. Ich dachte, wir hätten nach Westen gemusst. Ah, guck mal, da oben. Das nicht weit, komm ich nicht wahr? Okay, warte. Kommst du hier mit Ärger oder komm ich da rauf? Von wo komme ich da rauf? Das muss doch gehen. Von der anderen Seite. Pass auf, jetzt schwinge ich mich. Oh Mann, ey. Diese verzögerten Attacken! So. Ich habe was erspäht. Ich werde jetzt hier. Tschüss. So, irgendwo geht's jetzt hier rauf. Hier geht's rauf. Komm jetzt. Und dann schwingen wir uns darüber. Und dann haben wir wieder was richtig Gutes gefunden. Ah, der habe ich gleich gesehen. Da ist noch so ein Krabbi. Okay. Geil. So, was haben wir hier Feines? Ein Kristall und der gibt uns richtig viel von irgendwas. Da ist auch noch eine Wache drauf. Oder ist es ein... Ach, nee, was ist das? Der hat eine Bananenschale an. Als Rüstung. Da kommt man auch rauf, aber nicht von hier. Hier ist es erstmal vorbei. Da können wir doch nicht hinfliegen von hier, oder? Das reicht nicht in dem Leben. Vielleicht von der anderen Seite. Knapp, aber ihr seht, da ist irgendwas Lustiges, Freundliches drauf. Wie kommt man denn da rauf? Von da ist auch zu weit. Oder vielleicht doch. Vielleicht ja doch. Aber ich glaube. Ja, ja, nee, das ist so nicht gedacht. Oder? Oh, doch. Guck mal, wir haben wieder was erspäht, glaube ich. Da ist der Haken. Da kommen wir mit rüber, aber wir wollten ja eigentlich auf diesen Turm. Wow. Da liegt noch was im Sand. Oh, der hat eine geile Bürste. Oh, der kann richtig was ab. Der ist hart. Okay, hör mal auf. Mein Panzer ist beschädigt. Hey. Ach, das war's. Er ist down. Er ist down.
Also der Haken scheint mir schon eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Aber wir kommen ja auch nicht auf diesen Turm. So, da sind wir gerade rüber gekommen. Hier oben ist hier oben irgendwas. Nee. Mist. Dann halt hier lang. Okay. Was haben wir hier? Oh, eine Haarklammer. 2500 Stück Mikroplastik. Alter. Wie kann man denn jetzt so reich sein? Wir sind richtig reich. Leute, wir sind reich. Boah, mal wenn wir jetzt einen Händler finden, können wir zur Ruhe setzen. Und noch mehr geilen Scheiß. 17 von dieser anderen Währung. Oh, das ist... Was ist das? Das ist ein normaler Hans, oder? Hat er mich gerade gehauen? So. Ja, der kann richtig was ab, der Boy. Wenn du einen Gegner oft genug angegriffen hast, um seine Gleichgewichtsleiste zu füllen, kannst du ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Ah. Ah, okay, das ist auch ein bisschen... Wie bei Lies of P oder so, ne? Oder bei allen anderen Souls-Spielen. So. Da sehe ich was leuchten. Schwamm! 18 MSG benötigt. Kann ich noch nicht nutzen. Okay, was auch immer das da unten ist, aber es ist nicht gut auf mich zu sprechen. Kugelfisch. Kugelfisch. Boah, da unten auch noch so ein Riesenönken. Okay, shit. Der ist sauer. Ey, nicht da runterplumpsen! Hilfe! Okay. Ich bin reingeglitscht. Nein. Wir leben in Glitchhausen. Das ist ungerecht! Das ist einfach nur ungerecht. Ich kann nichts machen. Ich will leben. Ja, Yasaya! Nichts hier. Ah, scheiße. Ah, Fakko. Fakko-Mart. Zurück, ihr Grobiane. Die hilft mir. Zurück, habe ich gesagt. Okay, ah, shoot. Ich brauche irgendwas ganz Neues. Ich brauche erstmal, ich habe nichts mehr hier zum Leben. Vielleicht bin ich hier schon in einem Gebiet, wo ich eigentlich noch gar nicht hätte sein sollen. So, wo... Ich brauche jetzt ganz dringend... Oh, da ist schon wieder irgendwas hinter mir. Alter. Mann, wo sind denn hier diese... Da ist eine Heilpflanze. Alter, wie original... Das gibt's, das glaubt mir keiner. Ah, der Heini-Fisch. So. Ich hab wirklich gar nichts mehr hier. Das brauche ich. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin ganz am Anfang wieder. In der Nähe ist auf jeden Fall ein Bonfire.
Okay, sehr gut. So, jetzt helfe ich dem Typ auf dem Turm. Der ist immer noch da unten, das ist sehr großartig. Ey. Ey. Anvisieren. Okay. Das ist der letzte. Nee, vorletzte. Also. Vorletzte meine ich natürlich. Vorletzte meine ich natürlich. Oh, stirb! Oh, hallo, was geht ab? Hallo, Freunde! Max! Das ist ja eine freundliche Überraschung. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen gerade ein großartiges Spiel. Es ist ein Souls-like. Also sehr, sehr lustiges Souls-like. Wir spielen eine Krabbe und wir wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass wir kleine Krabbe jetzt zukünftig Steuern zahlen müssen, weil die Herzogin, eine noch sehr viel größere Krabbe, das so möchte. Und jetzt schlagen wir uns hier durch unser Unterwasserreich in der Hoffnung, dass wir genug Schrott oder Müll auftreiben können, um die Steuern zu zahlen, und taumeln hier von einem Abenteuer ins nächste. Und das Spiel ist sehr, sehr lustig. Es ist nicht vollumfänglich vertont, aber es ist echt gut gemacht. Und es ist kostenlos im Game Pass, wenn ihr den habt. Was geht? Was gab es denn bei euch zu sehen? Feines. Pete's Meat Event war mega cool. Meinst du das Civilization Event oder was anderes? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, wow, das sieht ja richtig putzig aus. Das ist ja wahrscheinlich nur für Vierjährige. Und da habt ihr recht. Aber auch für mich. Und was Knabemals gab es auch? League of Legends wurde rasiert. Ah, okay. Hanomat liegt zerstört. Na, siehst du. Nichts anderes habe ich erwartet. Was haben wir jetzt bekommen? Oh, ein Blutsternkörperteil. Das ist ein bisschen wie bei Sekiro, die Perlen. Wenn wir 4 davon haben, können wir unseren Lebensbalken erweitern. Und ihr denkt jetzt, oh, die Musik und so, was ist das denn? Nee, Leute, ich glaube nicht, dass ihr schon erfasst habt, wie viel Skill dieses Spiel benötigt. So. Diese Dinger hier, das ist Lebens... Ah, oh, hier, seht ihr das zum Beispiel, diese feurige Makrele? Mit ihr... Ah, sie kommt auch nie alleine. Das sind Schwarmtiere. Und er hat seinem Bruder eine mitgegeben, weil die mögen sich eigentlich nicht. Das ist Herbert und Eugen. Herbert und Eugen sind Zwillingsbrüder. Aber seit sie gemeinsam aus dem Laich geschlüpft sind, leben sie in starker Konkurrenz miteinander. Und jetzt leben sie gar nicht mehr. Guck mal, er glaubt an uns. Dankeschön. Er glaubt an uns. So, wir wollten eigentlich eine Mission machen. Und zwar hat uns die Herzogin aufgetragen, einen vermissten Abenteuertrupp zu finden, der ihr irgendwas Glitzerndes bringen sollte, worauf sie richtig Bock hat. Aber die sind nicht zurückgekehrt. Und dann hat sie uns damit beauftragt, jetzt nach denen zu suchen. Warum hat sie das gemacht? Weil wir einfach gerade da waren. Vermutlich beauftragt sie alle damit. Wir sollten uns nicht zu viel darauf einbilden. Genau, und den gibt's ja auch noch. Der ist mit uns hier diesen Felsen runtergefallen. Von da oben kamen wir. Und jetzt ist der hier. Es gibt auch Bosskämpfe übrigens. Aua. Autsch. Genau, das haben wir richtig gefressen gerade. Das ist nicht wirklich ein Boss, aber sowas ähnliches, glaube ich. Au, ey, jetzt hör doch mal auf. Wie komme ich denn an die da ran? So, man kann blocken. Das war kein gutes Beispiel. Ah, das ist gefährlich. Noch einmal schlagen. No way.
Oh, jetzt ist auch noch unsere Rüstung kaputt gegangen. Hier lag aber noch irgendwo eine andere rum, da hinten. Okay, noch ein Treffer. Sie oder wir? Irgendwer wird sterben. Die Dose ist so gut wie kaputt. Das ist auch keine gute Idee. Ist hier irgendwo noch eine Heilpflanze? So langsam kommt ihr drauf, ne? Dass das hier kein Kinderspiel ist. So, hier ist eine bessere Dose. Unsere Dose ist quasi unser Panzer. Oh Mann, ich brauche irgendwas zum Heilen. Das ist jetzt richtig riskant. Das ist zum ersten Mal, dass ich gegen so einen Kugelfisch kämpfe. Ich kenne dessen Bewegungsmuster noch nicht so gut. Vermutlich sterbe ich. Nein, wir sind siegreich. Und kriegen wir jetzt irgendwas? Ein Partyhut. 20 Verteidigung nur. Gewicht ist aber... Okay, ich weiß nicht. Wir nehmen den einfach mal. Weil er cool ist und wir so einen noch nicht hatten. So, da kommen wir auch oben rauf. Gibt diesen Haken. Auch das ist wie bei Sekiro. Nein, waren wir da schon eigentlich? Ich glaube, da waren wir schon. Oh, schnell weg. Ah. Da ist eine Heilpflanze. Jetzt hauen wir einfach die Sau um und dann... Oh nein, das ist, glaube ich, ein etwas stärkerer. Boah, wir dürfen nicht mehr, nicht einen Schlag mehr kassieren. Boah. So, gib mir diesen grünen Knubbel. Und jetzt heilen wir uns einmal durch. So. Ich glaube, hier ist irgendwo der Anfang. Was haben wir denn hier? Nix. Bonbon. Da geht's auch rauf. Guck mal, da ist auch so ein... Da waren wir schon. Okay. Das sieht halt alles gleich aus, ne? Man muss sich irgendwelche Landmarks suchen, wie diesen Pantoffel hier, an dem man sich orientiert. Aber ist nicht so einfach. Oh, da ist wieder ein fieser Fisch. Das ist, glaube ich, echt das Anfangsgebiet. Da kommen wir rauf. So, wenn das leuchtet, können wir da so gehen. Oh, guck mal, da geht's. Oh, ist das ein Freund? Oh, das ist überhaupt gar kein Freund. Doch, das sind doch alles Freunde. Ey, was, warte mal. Wir waren doch Kumpels. Wieso greifen die Wachen der Herzogin mich an? Wir waren doch schon miteinander befreundet. Das ist äußerst betrüblich. Was für eine Fähigkeit hat der Partyhut? Ist ein Parryhut, glaube ich. Das ist Mist. Jetzt müssen wir mal auf dem Radar gucken. In die Richtung ist unser sterblicher Krabbenleib und es dürfte eigentlich jetzt nicht so weit weg sein. Da ist erstmal eine Dose, die holen wir uns. Das ist jetzt genau wie bei Souls. Wir haben super viel Schrott gesammelt, also gleichbedeutend mit Seelen. Und wenn wir jetzt sterben sollten, zum Beispiel an dieser Riesenkrabbe, dann ist das alles weg. Deswegen machen wir uns jetzt vom Acker und versuchen erstmal unseren Kram wiederzufinden. Ich muss mal schauen, es gibt nämlich eine Karte auch. Hallo? Kann ich irgendwie zoomen? Gehe ich eigentlich richtig gerade? Diese beiden lila Muscheln, die ihr seht, das sind sozusagen die Bonfire. Dieser ausgegraute Rittersmann, das war ein Endboss. Und hier irgendwo muss unser Shit sein. Hast du den herzöglichen Unterwasser-Rundfunkbeitrag etwa nicht gezahlt? Nee, das habe ich leider nicht gemacht. Fuck. Oh no, aus nichts. Aber ich bin nicht zum Kämpfen hier. Ich komme später wieder zum Kämpfen. Ich will nur meine Sachen holen. Und ich weiß nicht, wo sie sind. Ach du Scheiße, diese ganze Herde. Ach, ja, okay, hier war es doch, oder? War es da? Nee, das ist was anderes. Wo sind unsere Sachen?
Waren die da oben? Ja. Das hier sind sie nicht. Was ist das? Achso, einfach was. Oh Gott. Hier hoch waren wir, ne? Und dann, ja, und dann kamen die königlichen Wachen. Waren aus irgendeinem Grund sauer auf uns. Ja, hier ist unser Shit. So, und jetzt? Was ist, warum seid ihr sauer auf mich? Kommst du jetzt runter und dann kämpfen wir? Okay, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt können wir uns mal darum kümmern, warum die so stinkig sind. Ich hatte nicht gedacht, dass die mich angreifen, weil eigentlich waren wir schon so weit, dass wir Buddies sind. Okay. Okay. Okay, die sind ganz schön... Ich bin hier, glaube ich, unterlevelt. In dem Gebiet. Schnell mal einen Snack snacken. Okay, wenn ich... Okay, alles klar. Ich probiere mal mein Glück, aber der scheint mir zu krass zu sein. Hey, Boy! Oh, es ist einfach ein Boss! Und meine Schale ist komplett kaputt. Na, nicht ganz komplett, aber... Wir müssen die Schale wechseln. Oh nein, das war ein Un... Okay. Also erstmal... Der ist krass. Zweitens, der hat... So einen Angriff, den man nicht ausweichen, oder den man ausweichen muss, man kann ihn nicht parryen. Und der wird angezeigt mit so einem roten Ding, auch das kennt man von Souls, zum Beispiel Lies of P. Aber ich bin noch für das Gebiet leicht unterlevelt. Das Problem ist, ach geil, ich darf direkt wieder neben dem spawnen. Okay. Ja, dann machen wir uns mal an diesen Bosskampf, auch wenn wir noch ein bisschen zu weit unterlevelt sind, ist egal. Ah, na, okay. Tschüss. Okay. Alles klar. Naja. Aber wir müssen zum Glück nicht lange warten. Wir können direkt unser Zeug einsammeln. Wir dürfen uns nur nicht schnappen lassen. Okay. Komm her hier. Okay, wir haben First Damage. Nein, nein, ich kann mal einfach nicht stehen weg. Das ist dieser Krallenwischer. Das ist ja einfach eine riesige Frechheit. Oh, wir dürfen uns wirklich gar nicht erwischen lassen von dem. Wir probieren es nochmal, weil es so schön nah dran ist. Keine langen Wege. Okay. Oh Mann. Was war das jetzt? Ah, weg, weg, weg! Das ist so gemein! Oh, die Warnungszeit ist so gering. Gibt es Fernkampf? Nee. Fernkampf gibt es nicht. Also noch nicht. Vielleicht später, weiß ich nicht. Ich muss mal, ja, von hinten und jetzt nicht treten oder so, bitte. Weg, 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 weg. Okay. Ich schluck mal so einen kleinen Johnny. Okay. Weg, weg, ich war weg. Ja, 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 geil gemacht. Oh, au. Nein, okay. Boah, ich mache auch nicht viel Schaden. Ich habe eigentlich genug. Warte mal, ich könnte doch erstmal leveln, oder nicht? Ist ja nicht eine Mondquelle, oder wie das heißt? Ist hier irgendwo... Achso, das ist nur... Das ist ein Sonderfall.
Tatsächlich. Weil ich habe jetzt genug, aber was haben wir denn hier? Ich kann diese Map auch nicht bewegen. Das ist so strange. Nee. Ich kann hier nicht leveln. Hier ist nichts. Aber ich mach's noch einmal, probieren wir es noch. Härter als Elden Ring, ja, auf jeden Fall. Komm her jetzt, königlicher Kettenknacker! Okay. Okay, der hat mich verängstigt. Ich darf nicht zu... Oh, der hat einfach Special Attacks. Der macht mich immer fertig mit seinen... So. Mal so zwei, drei Schläge und dann wieder weg. Oh Gott, was machst du? Weg, 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 ich bin noch weggedödelt. Muss mir mal eine neue Dose suchen. Weil ich sehe schon eine. Nein, ich bin da! Oh, dieser Grabschmann. Wenn er dann... Oh, das Timing ist... Vielleicht sollten wir erstmal leveln, oder? Wir haben 1000... Also zwei Level sollten wir damit hinkriegen. Und wenn wir dann... Entweder mehr Leben nehmen oder... Aber ich weiß nicht, wo hier den... Oh, guck mal, da oben. Da kommen wir hin. Auf das Schloss. Waren wir da auf dem Turm schon? Ich glaube nicht. Wir können aber hier hochklettern. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Ne, ich glaube, hier kommen wir nicht so easy rauf. Oh, oder. Ah, Mist. Ne, ich dachte gedacht, aber ne, das ist auch nicht so vorgesehen. Befürchte ich. Ne. Hier muss irgendwo in der Nähe. Muss es die Möglichkeit geben, so ein Bonfire zu finden. Hier kommen wir auch nicht hoch. Nope. Vielleicht hier, wenn man immer so nach links und rechts hüpft. Nee, da werden wir uns eher festglitschen. Von hier haben wir wieder unseren Auftrag völlig aus den Augen verloren. Wir sollten ja diese verschollene Gruppe finden. Stattdessen, weil wir da einmal runtergefallen sind und dann waren wir da so festgeglitscht. Nee, warte, ich bin noch nicht so weit. Okay, ich bin doch wieder so weit, Entschuldigung. Au. Hey, hör mal auf. Ich komme nicht an ihm weg. An ihm weg. Was ist das für ein Ausdruck? Au. So, jetzt hau ich den einfach immer, bis er um ist. Ey, jetzt hör doch mal auf, Mensch. Ich will an den Schwanz. An den Lackkrusten. Was ist das für ein Tier? Languste. Oder ist das auch ein Hummer? Ich will an den Hummerschwanz. Da. Der kann sich auch schnell umdrehen. So, jetzt gehe ich einfach immer ran. Da. No way. Gürgel. Macht er mich wieder ängstlich? Nein, dieser Grabsch! Da! Ich komme nicht weg! Ah, du mieses. Ich wollte auch gar nichts mehr von ihm. Der Deal war, ich gehe nach Hause und suche mir hier irgendwo ein neues Bonfire. Das war doch der Deal. Da hinten ist das Schloss. Oder? Ja, komm einfach her. Ich lasse jetzt meinen Frust an dir aus. In diesem Standard-Mob. Klau dir alles, was du hast.
So ist das im Leben. Man wird gebullied und dann bullied man aber zurück. Man tritt immer nach unten. So ist das. Die Spirale der Gewalt. Das Gebiet ist noch nicht unser. Wir müssen... Was ist denn hier? Was ist das? Ah, das habe ich gesucht. Ja, fantastisch. Levelaufstieg. So, okay, 2 Level kriegen wir hin. Dann würde ich doch sagen, Leben und Angriff. Nice, er freut sich. Das ist unsere kleine Krabbe. Sebastian. Weiß nicht, wie sie heißt. Aber sie erinnert mich an Sebastian aus Ariel, die Meerjungfrau. Das ist unsere Panzersammlung, die haben wir bereits gefunden. An der Zahl 4 von 69. Kann mir keiner erzählen, dass das Zufall ist, dass es 69 gibt. Da hat sich doch jemand einen Witz gemacht. So. Wir müssen diesen Trupp finden. Er soll im Westen. Hat er nicht gesagt, im Westen? Also, nach. Ist das denn genau wie auf der Karte? Ja. Also das oben ist da, wo wir langlaufen. Da ist auch noch irgendwas versteckt. Also nur eine Dose. Haben wir das schon gemacht? Ja, das haben wir schon gemacht. Hier waren wir schon. Wir gehen erstmal nach Westen. So, scheiß auf die Fischis. Die belässt. Okay, ich habe euch in Ruhe gelassen. Guck mal, so ein Aquädukt da oben. Diese blöden Sardinen. Da müssen wir irgendwo hin. Oh, da ist was Leckeres. Ey, hör doch mal auf, wie ich dich einfach komplett in Ruhe lasse, aber du willst einfach heute nicht mehr nach Hause kommen. Okay. Tschüss. Unfassbar. Der denkt, er ist ein Held. Weil ich weglaufe, denkt er... Na, egal. Oh Gott, der war eigentlich... Okay, das, die sind zu zweit. Okay. One hit. So, das nehmen wir auch mit. Gut. Gib mir. Das war irgendwas Feines. Und wir laufen jetzt nach Süden. Wir wollten nach Westen. Ich muss auf dieses Gebirge. Oh, da ist auch was. Ich werde ständig abgelenkt. Aber da leuchtet was. Und da... Okay, da sind die ganzen Haken. Oh Mann, das sieht mir nach einer spaßigen Hakenreiterei aus. So, wie mache ich das? Das ist der wahrscheinlich der erste. Ah, Mist. Komme ich da ran? Nee, von wo komme ich da ran? Das kriegen wir jetzt hin. Lasst mich mal in Ruhe, bitte. Ja, wir sind zu weit unten. Das muss sich gelb färben. Okay, alles klar. Krabbe ist gut. So. Das waren am Anfang noch richtig harte Jungs. Wie das halt so ist mit Standardmobs. Und irgendwann merkt man halt, nee. Also auch nur Loser. Und die dumme Makrele kommt wieder an. Oh, okay. Auf dich bin ich jetzt richtig sauer. Jetzt kommen sie einfach alle. Was ist das jetzt hier? Prügelparty oder was? Meine Güte! So, jetzt Schluss. Gibt's doch nicht. So, ich wollte mich hier in Ruhe einmal umgucken. Wie das mit den Haken geht. Stattdessen werde ich hier geärgert. Ja, in SpongeBob sind die gefährlich, die Haken, ne? Das stimmt. Aber nicht für mich. Okay, ganz in Ruhe. Da hängen die Dinger runter. Wo ist der erste Haken, an den wir rankommen?
Da ist ein, da muss ich doch von da links rankommen. Und dann mache ich da eine richtig schöne, da, guck mal, bis da hinten. Da ist auch ein Haken. Aber come on, ich werde doch von jetzt hier da rankommen. Ja. Jawohl, das ist lustig. Oh nein, da ist wieder so ein böser Reiter. Schnell weg. Ist der denn diesmal böse? Ich glaube ja. Oh ja, er will mich. Stelle ich mich dem Kampf? Oh Gott, das sind ja ganz viele von denen. Oh, okay, dumm. Oh nein, nicht zwei, das ist richtig unfair. Einer ist okay. Nacheinander ist okay. Nicht zwei, das ist nicht schaffbar. Okay, das können wir vergessen. Das wäre der sichere Tod. Daran bin ich nicht interessiert. Stattdessen nehmen wir uns eine neue Dose. Hey, jetzt hör doch mal auf, meine Güte. Was habe ich dir getan? Einer nur. Okay, pass auf. Einer, nacheinander. Ja. Okay, so ist gut. Was gibt der mir? Oh, der gibt mir richtig viel. So. Das ist ein Nagel. Hier komme ich in diese Burg rein. Boah, erstmal eine neue Dose. So, was ist jetzt hier? Ihr seid Buddies, oder? Okay, ihr seid überhaupt keine Buddies. Schnell hier rauf. Warum werde ich denn hier angefeindet? Ist das ein konkurrierendes Königreich? Da komme ich über den Haken rauf. Hier sind auch noch böse Jungs. Aber ich kann von hier den Haken erreichen. So. Nein, da ist wieder so ein Johnny. Da komme ich. Doch, so geht das doch. So, jetzt bin ich im Inneren. Was erwartet uns hier? Geheimnisse, Abenteuer, Gefahren, Belohnungen. Wie zum Beispiel diesen Herztang. Aber das kann doch nicht alles sein. Es geht noch weiter rauf. Was stand da gerade? Setzen? Und jetzt? Sitze ich auf... Oh, guck mal. Ist das nicht süß? Jetzt sitzen wir auf so einem kleinen Korken. Hopp. 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 Und die fetzige Musik erschallt erneut. Wow, was ist das? Oh, noch ein Blut... noch ein und wir haben unsere Lebenskraft dauerhaft erhöht. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat, gehen wir als nächstes hin. Da leuchtet noch was. Oh. Oh, was ist das? Ein Plastikbrocken in Form einer Krabbenschere. Der ist mit Sicherheit etwas wert. 500 Stück Mikroplastik, okay. Das heißt, wir haben jetzt schon 3000 auf der Bank. Zusammen mit dem anderen Item. Ey, hör mal auf jetzt. Okay. Wir müssen nicht jeden Kampf kämpfen. Wir haben, glaube ich, alles, was wir wollten, eingesammelt. Kommen wir da aufs Aquädukt drauf? Weiß ich nicht. Der Plan war, nach Westen zu gehen. Das ist hier. So, willst du nochmal kämpfen? Müssen wir dich mitnehmen? Oder laufen wir an dir vorbei? Okay, der lässt mich jetzt hoffentlich in Ruhe. Der respektiert mich jetzt. Der respektiert mich. Greift mich nicht mehr an. Ich bin zu krass für ihn. So, wir gehen weiter nach Westen. Ich befürchte, wir sind schon zu weit. Es kann nicht sein, dass... Ja, genau. Hier ist... hier ist zu Ende. Aber hier ist auch noch ein Tor. Was haben wir da? Da liegt irgendein Ei.
Okay. Oh ne, 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 das war eine fiese Falle. Richtig fiese Falle. Richtig fiese Falle. Klumpen. Okay, so, jetzt nur noch der Kleine übrig. Okay. So, jetzt können wir uns hier in Ruhe umsehen. Was ist das? Oh, die ist neu. Kokosschale. Ah, das ist auch wie bei Dark Souls. Jetzt haben wir quasi eine schwere Rüstung an. Ich weiß nicht, haben wir so eine Art Fat Roll auch? Oh ja, das macht sich sehr bemerkbar. Und das Ding ist auch neu. Damit sind wir sehr agil. Wir können mal die Fette nehmen. Aber jetzt bin ich doch schon da, wo ich eben war, ne? Ja, ja, ja. Da waren wir gerade schon. Dann lass uns mal weiter. Hier ist Westen, da geht's ja aber nicht weiter. Wo gehen wir als nächstes hin? Da oben kommen wir nicht rauf. Was ist das da für ein Konstrukt? Nein, zu spät sind wir wieder runtergefallen. Ja, also das ist Quatsch. Da vielleicht können wir noch auf den Turm rauf. Ne, da sind wir auch schon mal lang gegangen. Oder? Ne, waren wir schon, meine ich. Oh ne, waren wir nicht. Oh, wie komme ich jetzt darüber? So. Nein! Nee, schade, hat nicht gereicht. Da glitzert auch noch irgendwas so schön. Wie ist das Game so? Fragt, oder bist du über Kosmos? Ach, es ist schon süß tatsächlich. Es ist sehr humorvoll gemacht. Wenn ihr jetzt noch von Hanno da seid, dann habt ihr natürlich vieles auch nicht mitbekommen. Aber das ist schon echt süß erzählt. Und es ist als Spiel, natürlich hat es jetzt vom Gameplay her, reicht es jetzt nicht an ein echtes Souls heran. Und man sieht auch an der Grafik natürlich, dass es alles sind alles so Assets, die da so platziert worden sind und so. Aber trotzdem macht es Bock. Die Bosskämpfe sind schon herausfordernd. Man muss das richtige Timing hinkriegen. Und deswegen ist das für den zur Abwechslung echt mal nice. Wie lange das einen jetzt bei der Stange hält, weiß ich nicht. Aber der Charakter ist irgendwie süß. Ah, guck mal, da ist... Oh Gott, jetzt ist der schon wieder da. Nee, das wollen wir... Obwohl, wir haben gelevelt, ne? Wollen wir es noch einmal probieren? Ich glaube, der ist immer noch zu stark. Und wir sind jetzt überhaupt nicht mehr mobil. Dafür haben wir einen richtig guten... Na, yes! Nein, warum muss das sein? Ah, die Kokosnuss ist geil. Die hat richtig, kann richtig viel ab. Aber es ist diese eine Grapsch. Da muss man das richtige Timing haben. Oh, wir haben unsere Kokosnuss zurück. Ah, wir können es nochmal probieren. Kommen wir einmal noch jetzt mit der Kokosnuss. Wir müssen nur den Grapsch richtig timen. Das ist alles. Nur den Grapsch timen. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Wir können uns ja auch ein bisschen Zeit lassen. Immer einen Schlag und dann raus. Aber ich bin zu ungeduldig dafür. Na ja, geil! Aus seinem Grapsch raus.
Was ist das? Ich bin verängstigt. Oh nein, das ist ja voll gemein. Au, au. Wir sind erneut verängstigt. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Wenn jetzt grapscht mich natürlich komplett im Arsch. Nein, das war so gemein. Warum denn jetzt? Oh, du miese. Du mieser Kettenknacker. Oh. Im Schloss geht's weiter mit der Quest. Komm, einmal machen wir noch. Er hatte mich leider auch an so einer Wand. Hab mich an die Wand gedrängt. So. Gerade zu früh. Ich lebe. Was? Ich lebe. Ich kann das mittlerweile ab. Das ist ja lol. Okay, ich kann den Grabsch ab. Ich war gar nicht tot, weil ich jetzt gelevelt hatte. Okay, jetzt so läuft's natürlich nicht. Okay, jetzt. Nein! Der hat meine Kokosnuss zerstört. Warum hast du das gemacht? Oh, das ist ja so gemein. Manchmal hängt man so wirklich an dem dran, leider. Okay, jetzt darf ich mir nichts mehr erlauben. Ich bin sehr verängstigt. Mache aber auch viel zu wenig Schaden, ne? Das wird ja was einfach ewig. Wir können jetzt 100 Mal gegen den anrennen. Das ist auch noch meine Kokosnuss weg. Weil die schon zerstört war. Ohne Kokosnuss keine Chance. Ja, wir kommen später wieder. Wir merken uns den. Wir müssen zurück zum Schloss, glaube ich. Ich gehe mal nach, warte mal, nach Norden, vielleicht nach Osten. Nach Norden. Ja, wir gehen mal diesen Weg nach Norden lang. Kämpfen jetzt aber nicht gegen jede Krabbe, da haben wir gar kein Interesse dran. So, weg, weg, weg. Ist das hier das Schloss? Nee, das ist einfach nur ein Torbogen. Wir gehen den Weg. Oh Gott. Das haben wir doch gerade genauso gemacht. Ist sie immer noch hinter mir? Guck dir das mal an, die ist so hartnäckig. Tschüss. So, da ist das Schloss. Von dem ich die ganze Zeit geredet habe. Und ich meine, die hatten gesagt, von hier aus nach Westen. Also eigentlich hier lang. So wie ich das verstanden habe. Sie hat doch gesagt, im Westen... Kann man sich eigentlich hier Quests angucken? Nee, ne? Warum... Achso, darf ich nicht. Zu wenig MSG. Okay. So. Ach, Westturm. Nicht in... Ah, Westturm. Okay. Das ist natürlich was anderes. Das befindet sich dann hier, oder wie? Im Schloss drin? Ist das da der Westturm? Hallo? Ist das der Westturm? Nee, ne?
Das hier sieht mir doch aus wie ein Westturm. Lass mich mal rein. Okay, der will mich nicht reinlassen. Aber was ist, wenn ich denn doch reingehe? Nee, er lässt mich einfach nicht rein. Okay. Das ist auf jeden Fall der Turm im Westen, aber das ist mir dann... Das ist doch nicht das Richtige. Aber wir müssen dann erstmal wieder ins Königsschloss rein. Und dann ist da vielleicht noch ein Turm. So, hallo, guten Tag. Wir gehen wieder rein. So, pass auf, jetzt gucken wir mal. Wir können jetzt ja vielleicht auch irgendwo hinkommen, wo wir vorher nicht hinkamen. So, ist das da der Westturm? Oh, er will wieder was mit mir besprechen. Okay, das ist alles. Dankeschön. Also. Das ist das Denkmal. Au, dumm. Ah, guck mal, da oben ist jetzt der Haken, an den wir eventuell rankommen. Ah, hallo. Fünf Leute hinrichten lassen. Oh Gott. Wir sind richtig. Habe ich das schon gemacht? Okay, das haben wir schon gemacht, denn das war dieser Haken, der hier. Das ist ja super. Schleichen wir uns hier vorbei. Oh Gott. Ja, das war jetzt unnötig. Kommt der wahrscheinlich häufiger, ne? Wir müssen ein bisschen beeilen. Der kommt gleich nochmal, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder auch nicht. Hi! Hat der den geworfen gerade? Das gibt's ja nicht. Der war das. Nefro ist der Hauptmann. Aber ist es der, den ich umgebracht habe? Nee, ne? Ja, danke, dass du mich fast umgebracht hast. Na? Da glitzert was. Oh, 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 was ist das denn Geiles? Das machen wir gleich. Erstmal gucken wir hier. Mondtür. Ja, genau, das ist die Quest. Machen wir. Versprochen? So. Seepocke. Die können wir auch, glaube ich, hier ausrüsten. Jawohl. Hä? Ja, wieso geht das nicht? Ach so, verstehe, der braucht zwei Slots. Wir haben drei Slots und diese Seeigel da unten geben an, wie viele Slots die benötigen. Okay, verstehe. Nee, dumm. Warte mal. Doch, es ist wie ich gesagt habe. Aber wieso steht da, weil ich eine 1 habe oder was? Ja, naja, es ist schon so wie ich gesagt habe. Man hat drei Wertigkeiten. So, Panzer wechseln. Damit sind wir super mobil. Der sieht auch nice aus. Das ist ein Shortcut. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal hier rauf. Vermutlich müssen wir in die Richtung. Dann gucken wir erstmal, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Ne, hier ist Levelende. So, da geht's weiter. Was ist das? Ekelhaft. Öl. Ja, ha, schaffen wir das? Ja, sehr schön. Da ist wieder eine unfreundliche Krabbe. Tschüss. Und seine sterblichen Überreste schön ins Öl rein. Selber schuld.
Oh, was ist das? Eine neue... Oh, eine Blechdose. Neuer Panzer. Au. Au. Oh, ich muss aufpassen. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade noch sagen, ich muss aufpassen. Habe ich auch gesagt. Und habe aber nicht aufgepasst. Weil ich die Krabbe nicht ernst genommen habe. Genau sowas passiert. Wenn man aufhört, Dinge ernst zu nehmen. Ach du... Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Das ist ein weiter Weg jetzt. Ah. Oh nein. Das war nicht cool. Heiler, ich bin's wieder. Die fragen sich gar nicht, warum ich reingegangen bin, aber nicht wieder rausgekommen bin, um jetzt wieder reinzugehen. So. Ach, ey, ja, Shortcut. Warte mal, wo hängt das Ding? Stimmt. Ich habe ja den Shortcut freigeschaltet. Warte, der baumelt hier irgendwo. Wo baumelt der denn? Ich war doch da oben drauf, oder? Oh fuck, wo baumelt der? Baumelt der hier? Nee, ne? Oder? Da ist die Harpune. Ja, okay. Dann muss das... Frage ist, ob das jetzt so ein krasser Shortcut ist. So viel näher dran ist der Weg auch nicht. Den Turm nochmal besteigen können. So. Auf da. Muss ich den wieder runterlassen oder fällt der von alleine runter? Fällt von alleine runter, sehr praktisch. Nehmen wir doch mal den, der sah so schön aus. Guck mal da. Könnte ich... Nee, das wird nichts. So, jetzt müssen wir uns natürlich unsere Seelen, hätte ich beinahe gesagt, unseren Schrott wiederholen. Der ist... Wo ist er denn? Hinter dem noch. So, genau. Und der nächste hat unser Geld. Ja, die Blechdosen nehmen wir. Da ist unser Zeug. Ey, erstmal. Ey, erstmal. So, danke. Oh Mann. Okay, jetzt haben wir's. Achso, jetzt hätte ich ihn finishen können. Er war so ein bisschen gestunt gerade. Das war auch unnötig schlecht gespielt. Oh, nicht da in die Lücke fallen. Oh, hier ist ein neues Portal. Na endlich. Guck. Na endlich. Ah. Erstmal machen wir das hier. So. Sehr gut. Dann, was ist das für ein Mensch? Hallo. Da hinten glitzert doch. Was sehe ich da schon? Das ist ein Narrator. Der erzählt immer die Geschichte, oder wie? Umami-Kraft. Was ist Umami?
Aus Mitleid aktiviert die Mondschnecke die schlummernden Fähigkeiten der hilflosen Kreatur auf manuelle Weise. Leg dich bloß nicht mit mir. Oh, okay, der ist frech. Verflixte Flunder, was war das? Es kribbelt überall. Oh. Metallpanzer. Oh. Okay, drücke Quadrat, wenn du einen Panzer trägst, um seinen individuellen Panzerzauber zu aktivieren. Das kostet Umami-Ladung. Verbrauchte Umami-Ladungen regenerieren sich langsam wieder, wenn du Gegner mit der Gabel angreifst. Nehme ich. Geil. Das nehme ich. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hin. Und können nochmal einen Levelaufstieg. Oh, das ist aber knapp. Ich mache diesmal. Ich gehe mal auf Angriff. Wir müssen mehr Schaden machen. So, und ich finde, das ist eine gute Stelle, um an der Stelle dieses Spiel zu beenden. Das gibt's gerade kostenlos, wenn ihr zufälligerweise im Microsoft Xbox Game Pass seid. Another Crab's Treasure heißt es. Und wenn ihr nicht im Game Pass seid, kostet es 29,99 €. Es sieht putzig aus, aber ich finde, es steckt schon eine Menge ernstzunehmendes Souls-Erlebnis mit drinne. Ist sicherlich nicht für jeden, aber dafür ist es auch sehr lustig, muss man auch sagen. Sehr humorvoll, die Dialoge sind cool, coole Charaktere, herausfordernde Bosskämpfe. Kann man auf jeden Fall gut machen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen an dieser Stelle. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.